ob das stimmt, aber ich habe so 150 im Kopf. Ich glaube, da hat auch was ein bisschen von Nicholas Flamel durchgehen lassen. Wüste von Ravenclaw. Ach, das ist der Ravenclaw-Turm. Diese zu Ehren des Hauses Ravenclaw geschaffene Büste findet sich im hohen Ravenclaw-Turm. Ach, das ist der Ravenclaw. Ja, toll. Der muss auch wieder toll sein. Das ist der Eingang zu Ravenclaw. Ja, müsste eigentlich logisch sein, ne? Wir kommen nicht rein. Wir kommen nicht rein, weil wir keine Ravenclaw sind, ne? Heute nochmal. Das hätte man auch eher aufgepasst. Kacke. So ist es normal. Kommen wir nichts dafür. So, nach unten geht's immer wieder flotti lotti. Ne, hier ist. Mal kurz, kam man von. Doch. Jo, wir kamen von hier. Was ist denn unten? Oben ist Ravenclaw, was ist unten? Doofenschmierz? Könnte auch gut hinkommen. Nach meinem Gehirn hier. Ach, ja, gut, ich bin ja auch schon durchgelaufen. Mal kurz, und wohin führt uns das? Viadukt, Viadukt, Viaduktzugang. Ist das dann wieder zur. Ich habe immer nur Harry Potter 1 im Kopf, ne? Wie das Ganze ausschaut. Da. Ich bin keine Zeit zu verlieren. Macht euch auf! Porträt von Sir Cadogan. Ach, da ist der Sir Cadogan versteckt. Endlich mal. Sir Cadogan war angeblich mit Merlin selbst befreundet und wurde als solcher zum Ritter der Tafelrunde, obwohl er eigentlich nur in der Welt der Zauberei bekannt ist. Er ist berühmt für seinen Sieg über den Wiefern von Wie und verbringt nun seine Tage damit, Schüler zum Duell herauszufordern. Auch nicht schlecht. Revelio. Aber der Viaduktzugang, wo ist denn der jetzt wieder? Gut, Viadukt, ich bin doof. Okay, das war die große Halle. Hier sind wir dann zur großen Treppe gereist. Und dann irgendwie hier durch und danach den Eingang hier genommen. Okay, dann würden wir wieder zurückrennen. Angst vor einem Kampf, ihr Leute! Ich glaube, wir kamen von. Ne? Doch, wir kamen von oben. Jo. Hier durch. Und dann wieder zur großen Halle. Theoretisch gesehen. Also noch nicht ganz, aber. Ravenclaw-Turm, ne? Meine Nase ist wieder am Start. Das geht wieder steil ab. So. Okay, dann haben wir es eigentlich. Dann haben wir den Zugang hier. Hammer. Dann sind wir hier wieder in der großen Treppe, die aber für mich nicht die große Treppe ist, weil sie anders aussieht als in den Büchervorlagen. Aber das Spiel darf ja interpretieren, wie es will. Theoretisch gesehen. Ich freue mich so, dass irgendwann noch die Serie von Harry Potter kommt. Also es kommt wirklich eine Serie. Das ist schon irgendwie. Ich suchte halt alles, was Harry Potter ist. Es ist einfach so. Das geht ja nicht anders. Es geht für mich gar nicht anders. Also Harry Potter ist einfach so ein Suchtmittel irgendwie. Ich bin jetzt aktuell noch hörbuchtechnisch bei Atticus, also ach, dann sind wir, Trophäenraum, okay. Die Chroniken des Eisernen Druiden, genau so rum. Chroniken des Eisernen Druiden bin ich gerade immer noch. Wenn die dann wieder fertig sind, dann würde ich wahrscheinlich wieder zu Harry Potter wechseln und das Geile ist halt, ja. Also 7 Stockwerke ist hier nicht, ne? Zu oberst müsste ja theoretisch das Ganze hier von Gryffindor sein, aber ist nicht, ne? Ist tote Hose eigentlich. Hm. So. Schwuppdiwuppdiwupps. So,
runter geht's, die Soße. Dann müssen wir gucken, wie wir das eigentlich handhaben. Also die große Treppe haben wir jetzt eigentlich schon plus minus durch. Dann wollen wir noch nach unten, also oben, ne? Oberhalb haben wir also durch. Ja, hier. Ah, stimmt, die einäugige Hexe. Jetzt haben wir auch den frei. Interessant. Ach, Katzen. Ja, gut, Katzen, ne? Und dann ist hier Gryffindor oder so, ne? Wo funktioniert denn das hier? Hallo, ist hier jemand? So wie es ausschaut, waren wir hier schon. Sind alle. Ach, Mega Power Trank. Naja, brauche ich eigentlich nicht, ne? Darum ist sie noch. Darum ist die Truhe noch einfach so voll, wie sie ist. Aber nun gut. Gibt da nichts, ne? Doof. Auch Mega Power Trank? Nee. Dann war das wahrscheinlich so ein Ding, dass wir da mal volles Inventar hatten. Wir haben halt hier nie, wir treffen halt nie irgendeinen Zauberer oder irgendwas an. Eliasar, du hattest recht mit den Boatruckers. Ich schulde dir noch einen Knut. Och, wie süß. Wahrscheinlich nie eingelöst. Nie und nimmer. Gar nie. So, wieder raus. Dann haben wir es auch wieder. Die letzte. Fucking. Sorry. Hausmarke. Wir haben die Quest abgeschlossen. Die daedalischen Schlüssel haben abgeschlossen. Die haben wir abgeschlossen? 16 von 16? Ja, jetzt müssen wir aber rein da. Jetzt müssen wir rein in die Luzi, ne? Jetzt geht's ab. Also jetzt schauen wir mal, was passiert. Das war der letzte. Hat er sich einfach irgendwie versteckt? Oder haben wir einen generell nicht gefunden? Das ist wieder mal ein Zufall. Wir haben alle daedalischen Schlüssel. Ich kack mir in die Hose. Wir haben's. Hallo, alte Gruzzi. So. Fette Dame, bitte beiseite. Jo. Ja, ist aber. Ich will doch durch. So. Hier. Die letzten zwei platzieren. Das ist die letzte Hausmarke. Mal sehen, was drin ist. Ich dachte schon, wir müssen jetzt noch ein Rätsel lösen hier. Na, sieh mal an. Danke an die ehemalige Schulleiterin Eupraxia Mole. Was? Haben wir jetzt einen Tarnumhang bekommen? Oder wie? Nö, oder? Komm mal kurz, haben wir Zauberstäbe, die können wir eigentlich auch nicht. Oder die können ja, die haben nur optische Sachen, oder? Ja, ist einfach nur ein Add-on, mehr nicht, ne? Machen wir mal so. Jetzt gehen wir mal in unseren Raum hier, ne? Zu gucken, ob wir so haben wir. Halleluja, so. Wo ist jetzt ein Inventar? Also es ist jetzt. Oh. Mal kurz Pause.
komisch, warum sitzt sie plötzlich in den Studiomodus geschalten hat, aber was ich sagen kann ist, Kinder, ist Federlarm. Wir haben das Fenster offen und ich habe es auch angepasst, dass, dass das Babyphone nicht mehr so 100% durchstartet. Aber was haben wir jetzt eigentlich bekommen? Ne? Kräuterkunde. Irgendeine Ausrüstung, das haben wir bekommen, ne? Aber ich check grad nicht, was. Bin ich gerade einfach doof? Gut, wir gehen mal in den Raum der Wünsche und gucken mal, wie, wo, was, warum. Das ist aber, glaube ich, das Einfachste, was wir können. Oder Talente. Wir haben noch einen Talentpunkt. Haupttalente, das war ja irgendwas, ne? Oh je, Mine, ob wir da irgendwas hinbiegen können, ich weiß nicht. Das ist eine Frage für uns. Das ist eine Frage für mich selbst. So. Ach, meine Nase mal wieder. Nö. Nein. Nein. Mega Power Drank, alles in Ordnung. Dunkle Künste. Dann können wir jetzt ja theoretisch nur der. Den können wir jetzt hier, ne? Warte mal hier. Wenn du ein verfluchtes Ziel besiegst, wird ein Teil deiner Gesundheit wiederhergestellt. Also wenn wir den hier so machen, dann Wir haben einen Punkt, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Trifikus Totalis, dann wäre jetzt alles einfach tot, ne, so gefühlt. Das ist auch irgendwie so ganz das, was ich machen will. Und Raum der Wünsche. Schön, dann können wir wirklich noch was machen. Trankstärke wäre auch schon interessant. Kopfschmerzen, der Schaden und die Dauer des Kampfumfangs. Raum ist erhöht. Erhöht. Dauer wahrscheinlich erhöht. Und Gifte auch erhöht. Naja, Schleichen. Eben genau, das war das andere Ding. Haupttalent, dunkle Künste. Zaubersprüche. Was haben wir da eigentlich? Den hier haben wir, ne? Stimmt, explosive Fässer haben wir auch noch. Wäre eben auch interessant. Nehmen wir den, komm. Den müssen wir einfach einsetzen. Das ist das Problem. Wir gehen jetzt mal zum Raum der Wünsche und teleportieren uns einfach mal dahin. Das ist ein geheimer Raum, das kriegen wir hin. Raum der Wünsche, da will ich jetzt hinlatschen. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu doof. Wenn Sie Zeit haben. Ging jetzt aber schnell hier. Zum Glück. Nö. Nein. Nee. Ist besser, ne? Okay. Defensiv, offensiv. Das ist die Frage, wie, was, warum, ne? Aber. Alles schlechter nehmen wir nicht mit. Kopfbedeckung. Erhöht den Schaden von Crucio. Warte mal kurz, war das jetzt hier auch noch dabei? Eine Raune. Aber hier Crucio, ne? Rein in die Butter. Also hier unten, glaube ich. Überall mit Crucio rein. Heilige Marika, das geht aber auch echt gut. Ne? So, guck mal an. Und hier noch den einen Hütchen. Nein, dann können wir auch weghauen. Und den hier, der wird dann auch Billo sein. Genau so. Jo, dann können wir den Rest aber mal verkaufen. Da gehen wir kurz zur Karte. Nach Hogsmeade. Ja, komm, nehmen wir den. Habe ich schnelle Reisen geklickt? Ich bin jetzt zu doof.
Kann auch gut sein, dass ich so doof bin. So, mit Nelly. Nee, machen wir es nicht. Ich möchte aber mal kurz jemanden finden, den ich den ganzen Quatsch andrehen kann. Ich meine, danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Das ist hat jedes mir viel mal Zeit und Ärger erspart. Das ist jedes Mal der gleiche Kack. Wie ich hier höre, haben Sie im Wald einen kleinen Schatz gefunden. Ich war nie ein Freund von Abenteuern. Warum hat er immer die gleichen Phrasen hier bei sich, ne? Irgendwie kann er sich nicht anderes leisten? So. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, bis du hast bald wirklich immer den gleichen Move, ne? Sprich mit Nelly. Wo ist denn die? Die ist in Hogwarts. Okay, verstehe. Haben wir hier eventuell auch Aufträge hier innerhalb? Ach, doch. Mit Nelly sprechen. Nein, eigentlich wollte ich so. Ja, komm, kann drauf. Machen wir es mal so. Wo ist denn diese Nelly? Die ist doch da hinten. Hä? Warte mal kurz, da haben wir noch den hier, ne? Machen wir es doch uns einfach und teleportieren das einfach da hin. Und eventuell kriegen wir ja auch das Ganze hin, so wie es sein soll. Oh, wir sind hier draußen. Haben wir das halt irgendwie gewollt? Nee, wo ist die denn? Ist schon im, ne, die ist schon hier drin, im Glockenturm. Okay. Okay, die ist schon da drin. Okay. Ich dachte jetzt, was ist nur los? Die ist ja nirgendwo, ne? Zugange oder so, aber. Hab mich wohl getäuscht. So. Okay, einmal folgen und dann haben wir irgendwo. Ne, Hausmarke. Und der alte Schlüssel haben wir, ne? Wir haben jetzt die Hausmarken irgendwie abgeklappert, aber keine Ahnung, was wir da jetzt bekommen haben. Irgend so einen seltenen Gegenstand, der ich keine Ahnung habe. Wo er ist, leider Gottes. Hallo, bitte sehr. Danke. Das war da hinten. Hallo Nelly. Ich habe schon alle Schlüssel gefunden und meine Haustruhe geöffnet. Oh, wunderbar. Was hast du gefunden? Ein ziemlich interessantes Kostüm. Großartig. Danke, dass du das Rätsel für mich gelöst hast. Ich wollte schon immer wissen, was die Schlüssel verwahren. Ein Kostüm. Kann man jetzt anschauen? Wo gibt's hier umhängen? Habe ich den Scheiß verkauft? Ja, ich habe den Scheiß verkauft wahrscheinlich. Jo. Ist verkauft. Aber wir haben den Quest abgeschlossen. Und ein bisschen EP dazu bekommen. Passt doch. Sauber. Dann würde ich sagen, ich mache kurz einen Unterbruch und Hallo? Hallo? Geht nicht. Dann würde ich mal sagen, ne, wir machen einen kurzen Cut. Würde eventuell auch den Stream kurz pausieren. Und dann einfach mal ein komplett anderes Spiel starten, weil ich mal etwas ausprobieren möchte, ne? Dann würde man sagen, ich habe hier von Hogwarts Legacy relativ viele Folgen schon im Voraus. Also ich glaube, wenn ihr gerade so schön dabei seid, ne? Einfach mal so schön hier dabei seid. Wie weit bin ich denn hier schon mit Hogwarts Legacy? Jetzt, ja, ich sag mal so, 31. Oktober. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft dazwischen, ne?
Und dann würde ich nochmal, einfach so schlau wie ich bin, würde ich jetzt mal irgendeinen Supermarkt-Simulator mal anschauen, mal testen, wie das ist und einen Antest machen. Hättest du gedacht, jemand in meinem... Onkel Ronan lässt grüßen. Er fragt in der Eulenpost ständig nach dir. Okay. Komischer Onkel. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder, ne? Hier auf YouTube. Vielen Dank. Tschüss und ciao mit V, ne?